So, herzliche Grüße nach Deutschland von mir, hier aus Polen. ich habe eine kleine Wetterkorrektur bewirkt oder vorgenommen, deswegen ist es jetzt ganz wunderbar sonnig draußen. Ich komme gerade vom Strand und ich bin im Gegensatz zu gestern, heute vollkommen nackt. Naja, ich war gestern auch nackt, nur eben bekleidet nackt. Ich bin immer nackt. Abgesehen davon bist du auch die ganze Zeit nackt. Es kommt dir nur so vor, als könntest du dich verstecken. Das ist bei allen Menschen so. Aber egal, genug zur Nacktheit für diesen Augenblick. Wie gesagt, ich war am Strand, bin da heute Morgen hingegangen. Da war ich noch ganz alleine. Und dann, also da lag ich so, habe mir das über die Augen gezogen, wie ich es meistens so mache, habe ein bisschen geatmet. Und mit der Zeit hat sich's gefüllt um mich herum. Kamen immer mehr Menschen. Zum Schluss war es ein bisschen wie in der Sardinenbüchse. Also vorne in der ersten Reihe waren die ganzen Familien dann mit den Kindern und so. Und ich mittendrin. Und dann gab es eine Familie, ganz nah bei mir, die ich zur Kenntnis genommen habe und ich habe gehört, dass die Frau ihren Mann wie einen Idioten behandelt hat. Das ist ja populär. Das heißt, die Frau hat ihn wirklich wie einen Idioten behandelt, hat ihm gesagt, dieses Jenseles, was er alles zu tun hat, in einer, sagen wir, wenig respektvollen Weise. So. Und dann dachte ich so in mir, das mag jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär rüberkommen in den heutigen Zeiten. Ich werde dennoch frei ausdrücken, was ich hier sagen will. Die Frauen, die ihre Männer behandeln wie einen Befehlsempfänger, die verlieren in diesem Augenblick ihre Weiblichkeit und die Männer bringen sie um ihre Männlichkeit. Und das ist natürlich schade. Wie kommt das? Ist das die Schuld der Frauen? Nee. Das ist alles Ursache und Wirkung, Ring und Haken. Der Mann, der es geschehen lässt, sich so behandeln zu lassen, jetzt erstmal in Bezug auf die Frauen, ja, der tut sich seiner Frau oder den Frauen im Allgemeinen, und wenn er Kinder hat, seinen Kindern keinen Gefallen. Nichts Gutes. Also, an die Männer. Wenn ihr an einer guten Beziehung interessiert seid, ich gebe hier nur was zu bedenken. Ja, ist eine mögliche Sichtweise. Also, wenn ihr an einer respektablen Beziehung interessiert seid mit einer Frau, dann gebt euch erstmal selbst all das, was ihr wollt. Kommt aus der Bedürftigkeit raus. Denn solange die Männer in der Bedürftigkeit hängen und haben wollen von der Frau, all das, was sie sich selbst nicht besorgen können, ja, dann führt das letztlich zu solchen Beziehungen,
in denen die Männer wie dicke kleine Kinder sind und die Frauen wie Furien. Und davon gewinnt niemand. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn ich behaupte, jeder Mensch, der es sich selbst nicht besorgen kann, jeder Mensch, der nicht von seiner eigenen Wirksamkeit überzeugt ist, der nicht von seiner eigenen Fülle und Unabhängigkeit überzeugt ist, der schafft Beziehungen im Außen, die unwürdig sind, die nicht in der Fülle sind, die nicht in der Unabhängigkeit sind, die nicht in der Freiheit sind, sondern unwürdig, herabwürdigende Beziehungen werden so geschaffen. Und jetzt überleg mal, wenn ein ganzes Volk in den Mangel geraten ist, ins Defizit, was dann passiert im Außen? Ich will es dir sagen, dann entsteht ein System, das den Menschen genau das gibt, was ich da vorhin am Strand im Kleinen gesehen habe. Also, wenn wir als Menschen in der Gesellschaft und auch in unserem kleineren Kontext in die Freiheit kommen wollen, in die Würde kommen wollen, in die Souveränität kommen wollen, in den Überschuss, also in die Fülle kommen wollen, dann müssen wir, sprich jeder Einzelne für sich, in die Erkenntnis des Reichtums kommen, in sich. Dann muss jeder Einzelne seine Fähigkeiten entdecken, sein Gut erkennen, denn dann wird er nicht länger wie ein Hungriger den Gütern der anderen nachrennen oder dem, was ihnen als gut vorgegaukelt wird von denen, die wie der Rattenfänger von Hameln vor ihnen daher pfeifen und sie nach dessen Pfeife tanzen. Also, für alle, inklusive mich selbst, jeden Tag bewusst machen, wie die Dinge sind. Den eigenen Wert bewusst machen, die eigene Natur bewusst machen. Das ist der Weg in die guten Beziehungen hinein. Erstmal die gute Beziehung mit sich selbst, die gute Beziehung zum eigenen Wesen. Dann kommt die gute Beziehung mit den Nächsten und mehr und mehr und wop, wop, wop. Die gute Beziehung mit der ganzen Welt. Und dann entsteht ein Reich. Das Reich erwächst aus dem Selbstbewusstsein der Menschen. Deswegen heißt das ja Reich. Das Reich, das Wesensreich. Und das System ist die Folge, also in Abgrenzung Reich und System, Staat, System, Staatssystem. Das System erwächst aus der Unfähigkeit der Menschen. Es erwächst aus dem Bewusstsein von Menschen, die ihren eigenen Wert nicht sehen können, ihre eigene Fähigkeiten nicht sehen können, ihre Unabhängigkeit nicht sehen können. So delegieren sie und werden in der Folge herabgewürdigt, wie Sklaven behandelt. Wie der Herr heute Morgen. Die arme Frau, dachte ich, dass sie sich so ihre Weiblichkeit abschneidet. Der arme Mann, dachte ich. Wie sah er aus? Sah er aus wie ein Held? Muskeln, klar, nein. Er sah so rundlich aus. Also nochmal an die Frauen,
Wie wollt ihr denn gerne die Männer sehen? Was wollt ihr denn gerne für Männer haben? Das ist jetzt konkret an die Frauen. Schreibt es gerne mal hier als Kommentar unter. Auf welche Art von Männern steht ihr? Wie sollen die Männer im Land aussehen? Wie sollen die Männer heranwachsen? Zu welcher Art von Männern sollen die männlichen Kinder heranwachsen? Seid mal ehrlich, zeigt das mal, vielleicht kann es zur Erkenntnis führen bei den einen oder anderen. Und auch die Weiblichkeit, wie sieht es damit aus? Wollt ihr alles managen? Die Frau, die alles selber machen muss, weil die Männer so dumm sind, so unfähig sind? Wollt ihr das so? Oder wollt ihr lieber, naja, was wollt ihr? Fragt es euch selbst. Was ist weiblich? Wie wollt ihr eure Weiblichkeit leben? Was bedeutet überhaupt Weiblichkeit für euch Frauen da draußen? Und wenn ihr schreibt, die Frauen und auch die Männer, wenn ihr etwas zeigen wollt, wenn ihr etwas beitragen wollt in den Raum, dann schreibt bitte nur von euch selbst. Ich rede auch von mir selbst. Ich rede nicht über. Ich habe jetzt nur das zum Beispiel genommen, um diese Thematik hier zu beleuchten. Das Beispiel dieser kleinen Familie da. Ansonsten, ich rede von mir selbst. Bitte redet auch von euch selbst. Und dafür muss man sich natürlich nackig machen, ausziehen. Ich mache das immer wieder. Warum mache ich es? Um ein Beispiel abzugeben, also Exhibitionismus, na klar. Warum mache ich es? Weil ich Lust dazu habe, weil ich denke, dass es einen Nutzen hat und weil ich gespiegelt bekomme, dass es einen Nutzen hat, weil ich sehe, was daraus erwächst an Gutem. Und ich wünsche Kolleginnen und Kollegen. Von daher, wenn ihr Lust habt, etwas von eurer Lebenssicht und Weisheit zu teilen, bitte schreibt es unterhalb dieses Videos. Es kann einen Dialog geben von denen, die dazu fähig sind. Also komme ich langsam zum Schluss. Ich bin frei. Mein Leben steht im Dienst des Allmächtigen, des zeitlosen Wesens, das ich bin. Mein Schutz erwächst aus seinem Schutz. Sein Schutz erwächst aus meinem Bewusstsein um die Gegenwart des zeitlosen Wesens in meinem Leben, in meinem Körper, in meinem Geist, in meiner Welt. Mein Schutz erwächst aus meinem Dank für die Freiheit, in der ich lebe, die Unabhängigkeit, in der ich lebe, die Fähigkeiten, die ich habe, die Erfahrung, die ich habe. Hieraus erwächst das Reich, das Wesensreich. Der Schutz meines allmächtigen Wesens ist mein Gewissen, meine Gewissheit um seine Gegenwart in meinem Leben. Danke, alles Gute, bis bald. Und ich danke für all das Gute, was mir durch dich zuteil wird und was ich durch mich in die Welt geben kann, zum
Nutzen aller. Danke, danke und nochmals danke. Bis ganz bald. Tschüssikowski aus Gdynia w Polsce.